sind ja kein Kiosk, wir sind kein Späti. Wir sind immer noch eine Fleischerei. Wir produzieren 100% unserer Wurstprodukte alle selber her und es gibt dann kein Industrieprodukt in dieser Schiene. Und es ist auch echt das Handwerk. Also es ist nicht einfach nur ein Slogan, sondern das ist das, wofür wir stehen. Wir waren ja prädestiniert für einen Selbstbedienerladen. Dementsprechend waren wir im Hintergrund schon vorbereitet, dass wir durch einen Tiefzieher die Verpackung optimiert haben. Und wir haben schon vieles so strukturiert, dass wir vieles in der Vorverpackung haben. Und dann war es eigentlich quasi der logische nächste Schritt zu sagen, komm, dann bieten wir auch verpackte Ware irgendwo nur separat an. Und ich glaube, dass wir auf lange Sicht gesehen dann schon Kundenströme verlagern werden von der Bedientheke zum Selbstbedienungsbereich. Und dann wird es definitiv zur Alternative, weil ich dann meine Bedientheke dadurch entlasten kann. Mit der Firma Schrödker-Peukert arbeiten wir seit 14 Jahren zusammen, haben da schon zweimal unser normales Thekengeschäft mit umgebaut. Und man kennt seine Ansprechpartner, die dann verlässlich sind. Das ist für mich ein ganz großer, wichtiger Punkt. Sie liefern auch handwerkliche Qualität und wir sind dementsprechend auch nie enttäuscht worden. Manchmal über einen Tiefzieher wirkt alles sehr genormt, sehr vielleicht schon industriell verpackt. Aber dadurch, dass ich mein eigenes Logo da drauf habe, mein eigenes Slogan drauf habe, findet der Kunde uns auch immer wieder. Du musst ein gutes Produkt haben, aber du musst es auch gut präsentieren können. Dann wertet das auch das gute Produkt nochmal wieder auf. Wir arbeiten seit 3 Jahren zusammen und kann nur Positives berichten. Die Firma Dorfer ist griffig, also kurze Wege. Wenn irgendwas ist, habe ich sofort einen Servicetechniker zur Hand und der ist dann auch schnell vor Ort. Und das ist ja auch total wichtig. Vor 10 Jahren hätte keiner daran gedacht, einen Tiefzieher in eine kleine Fleischerei in Ostfriesland zu stecken. Das ist ja eine Strukturierung oder Automatisierungsmaßnahme. Wenn du einen Tiefzieher hast, dass du eben viele Sachen schnell erledigen kannst und das können Leute erledigen, die nicht vom Fach kommen. Und wir müssen ja also dahin kommen, dass wir alles so organisieren, dass wirklich der letzte Schritt die Fachkraft nur noch macht. Diese ganzen Zwischenschritte, das ist so meine Philosophie, das können dann wirklich gut diese Quereinsteiger machen. Und das ist für mich so eine Idee, wie man dem Fachkräftemangel dann entgegenwirkt.